Warten auf andere Spieler. Also wer, wenn ihr es kennt, Leute, Getting Over ist eine Karte, wo man immer wieder zum Anfang zurückfallen kann, wenn man Pech hat. Wir haben unendlich Schläge, mal gucken, wer es von uns zuerst schafft. Ja. Wir haben das, die Karte schon mal gespielt, vor Ewigkeiten. Mit dem lieben Matze. Der sich dezent aufgeregt hat. Der hat die aber auch noch nie geschafft, glaube ich. Nee, der hat die aber abgebrochen. So weit kann man nie. Ja, ihr seht ja, ein kleiner Fehler und schon liegt man wieder falsch. Ja. Ich gehe mal zum Start zurück, ne? Ja, mach das. Halt doch mal an, Mensch. Was vielleicht noch cool gewesen wäre, wäre, vielleicht, gerade so. Freie Kamera länger wäre als nur 15 Sekunden. Ach so, kann ich das noch nachträglich einstellen? Ich glaube nicht. Ja, das habe ich ja. Bleib liegen, bitte. Bitte. Ach, danke. Hi. Du auch hier? Ich dachte, ich schubse dich runter. Das ist warte, ich geh weg. Oh nein. Der schubst mich runter und sagt dann, warte, ich geh weg. Ich geh mal zum Schaden, ne? Hm, viel Spaß, war ich auch gerade. War schön? Ja. Würde ich schon sagen. Oh, ganz sanft. War etwas unfreiwillig, aber... Na, der geht wieder zurück. Ich hoffe, ich komme weg von dir. Hey. In der Hinsicht. Ich nicht. Na doch, finde ich schon. Oh nein. Ja, das war dumm. Nein. Das war dumm. Ich bin erstmal safe vor dir, das ist gut. Wie viele Schlägen bist du schon? 16. Oh ja. Oh nee. Nicht gut. Nach links, nach links, nach links, nach links. Oh Mann. Ich geh mal zum Schlagzeug, ne? Echt? Warte, ich komme. Ah, ich komme nicht hinterher. Gut. Musst ja auch nicht alles nachmachen. Das finde ich auch. Oh ne, bitte nicht. Hm? Gut, was war das denn für ein Geräusch? Ich habe einen Klecks. Irgendjemand hat mir was Weißes ins Gesicht gespritzt. Nein, 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 nein. Ich sehe nur noch nicht, wer es war. Weil immer wenn so ein Ding... Weiß nicht, wer dir weiße Sachen ins Gesicht spritzt. Naja, ich weiß nicht. Ich vermute es, dass es der Strubi ist. Das Lustige ist, bei OBS schiebt er den Chat mir nicht weiter, wenn ihr sowas auslöst. Nein. Hey, Dennis! Da kommt Dennis! Nein! Tschüss! Oh. Dennis, fang mich! Warte! Fang mich! Hier. Ach, schade. Ich hab mein Bestes getan. Na klar, war es unser Strubi. Strubi, einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Herzlich willkommen. Das ist schon mal gut. Hustus zusammen, Hustus zurück. Herzlich willkommen, ich aus Oldesloe. Keine Sorge, mir geht's nicht anders. Weil mein Husten sich gebessert hat. Kimps hingegen. Ach du Scheiße, geht schon wieder schief. Eigentlich soll es ja heute ZMF geben, aber wie gesagt, Kim liegt flach. Deswegen gibt es heute auch kein ZMF. Kiro. Vorhin haben wir ein bisschen Supermarkt gemacht und dann kam der Tennis und da dachten wir mal, oh, gucken wir mal.
Machen wir mal was draus. Jetzt machen wir die Karte so zwischendurch jetzt einfach mal. Hey, Dennis, was machst du denn hier unten? Ja, ich hab was vergessen hier unten. Dein Husten ist mehr, wir machen ja keinen Wettkampf, Korstrubi. Das klappt ganz gut inzwischen. Tschüss, Rolle. Ich war hier oben und ich wusste nicht, wie sie aussieht. Das stimmt ja gar nicht, du warst schon mal hier oben. Ja, damals. Als junger Bub. Oh nee. Ach schade. Ich komm doch mal runter, ne? Mach das, ich bin auch hier. Alter, hast du mich blöd hingelegt. Na, eigentlich nicht. Das ist eigentlich schon ganz gut. Du kannst nämlich von dort aus schon recht weit kommen. Mit dem richtigen Timing. Der richtigen Stärke. Oder du machst es so wie ich und gehst dir da runter. Und für alle, die jetzt neu dazukommen, das ist die Getting Over It Karte. Deswegen. Eine Karte, wo man halt immer wieder nach ganz unten kann. Olle zeigt es extra nochmal für euch. Aber nicht ganz runter, oder? Ah, doch. Er zeigt es. Nee, zeigt nicht. Schnell weg. Halt an. Oh, das ist dieses Unfair. Der schiebt. Oh, der hat sich zurückgesetzt. Auf dem Stein nicht liegen kann. Echt nicht? Nee, auf dem Stein kann er nicht liegen bleiben. Okay. Jetzt gehen wir zum Start. Leute, das ist der Start. Hier unten ging es los vorhin. Ich finde es echt cool, dass es für die Zuschauer. Und da oben, ihr seht ja, das Fähnchen ist ja da oben auf so einem Podest. Da müssen wir dann hin. Ich wäre wirklich gern hier oben geblieben, muss ich sagen. Was? Ich wäre wirklich gern hier oben geblieben. Also ich könnte es dir gerne. Ja, aber das Spiel irgendwie nicht. Nee, mir auch nicht. Ich habe hierfür noch nicht den richtigen Platz gefunden, muss ich sagen. Das war's auch nicht. Ich fühle mich leicht gemopst. Oh nee. Naja. Ja. Auf ein neues. Probieren wir mal was. Oh, bitte nicht. Oh. Ich hätte es nicht probieren sollen. So, Rolle, wo bist denn du? Seh ich gerade. Oben an der Quarter. Ach, da. Da warst du wahrscheinlich schon. Na, wo diese. Wo es über die Seiten hochgeht. Genau, wo sich das dann aufteilt. Ja, genau. Das ist das, wo ich gerade auch immer wieder dran scheitere. Da bin ich eben erst angekommen. Leider habe ich auch schon so oft so blöd getroffen, dass ich ja wieder ganz runtergefallen bin. Oh ja, die 5 Sekunden hätten wir länger machen müssen. Ich meine, so geht's zwar auch, aber man muss da wirklich sehr viel probieren dann halt. Ja. Also ich bin jetzt oben auf dem Balken. Ich bin jetzt auf dem Balken, genau. Ich seh's. Ja, ja. Du hast einen Stream auf dem. Nee, ich bin unter dir.
Oh, ich bleib auch hier oben liegen. Oh, herrlich. Zum ersten Mal. Heute. Wie du ganz langsam in die Richtung gehst. Kann man eigentlich durch die Schilder fallen? Nein, 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 nein. Was, durch die Schilder? Ja, die Richtung weisen. Durchfallen nicht, die prallen nicht ab. Das war eigentlich nicht der Plan. Fast. Jetzt bin ich zu schnell. Jetzt bin ich zu schnell. Willkommen im Club. Alter, was ist das für eine Scheißkarte? Aber das, die sichert dich trotzdem etwas ab, dass du nicht so weit runter, also dass du nicht runterrollst weiter. Ich gehe rechts lang. Ja, ich gehe links lang. Genau, deswegen sage ich es ja, dass wir uns nicht gegenseitig pindern dabei. Vielleicht schubst du dich auch runter, mal gucken. Bei wie vielen Schlägen bist du schon? 72. Okay. Du? 70 jetzt. Weil wir sind nah beisammen. Was passiert, wenn ich mit Vollspeed da durchgehe? Habe ich auch gemacht vorhin. Ah, dann passiert das. Ja, das war eigentlich mein Ziel schon die ganze Zeit. Aber ja, ich hab's vorhin auch die ganze Zeit nicht geschafft. Weil wenn du da einmal dann bist, dann geht das. Aber da wir auch noch Kollision anhaben, kann das dann manchmal echt interessant werden, glaube ich noch. Es geht etwas nach unten. Sieht aber nicht aus wie eine Suppe-Kopie, was du da postest. So. Ich bin erstmal an einem Safe Spot. Bist du über die Windmühle drüber gekommen? Ja. Ne, ich bin einfach links hingegangen und von dort aus dann an der Windmühle vorbei. Nein, 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 nein. Ja, oder? Hm. Oh, das war auch nicht so gut von mir. Ach da, ich sehe dich gerade. Bist du oben bei der Plattform? Ich bin nach diesen Holzpfählen, die du da finde ich schon siehst. Okay, hinter der Palisade. Genau. Da bist du erstmal halbwegs sicher. Aber wie hast du das mit Ema da hochgeschafft? Bist du einfach gerade hochgeschossen? Nö, ich bin halt auf die linke Seite, also links neben dem... Ja, und da ist man hingelegt. Da habe ich mich hingelegt und bin dann von dort aus vorbei. Okay, ich bleib da nicht liegen, ich bin aber jetzt immer runtergerollt. Du darfst halt nicht zu viel Schwung nehmen dafür. Nee, ich hatte jetzt zu wenig. Jetzt kann ich endlich mal hier liegen. Jetzt kann ich dich ein bisschen sehen. Oder auch nicht. Wo bist denn du? Da bist du. Hi. Auch hier kannst du dich entscheiden, ob du links oder rechts lang gehen willst. Ich bin von dir aus rechts lang gegangen. Okay. Bleib doch mal liegen, bitte. Hallo. Da bist du erstmal sicher. Da kann nicht ganz so viel passieren. Hm. Okay. Das wird nichts. Du musst auf Zwischenetage. Genau, du musst diese Ecken nehmen. Ah. Links oder rechts. Das war zu weit links. Das war... ja, das war etwas zu weit. Sehe ich nicht mehr, wo bist du? Ach, da bist du. Doch, moin. Was? Portal? Ja, das Portal bringt dich ja wieder dorthin. Okay. Ziel ist es eigentlich nicht... Ach, da muss ich hin. Ah, jetzt sehe ich's.
Oh, das war zu viel Schwung, oder? Ja, zu viel. Ich komme gleich wieder zu dir. So, ich habe keine freie Kamera mehr. Das ist natürlich jetzt richtig mies. Ja, das muss man halt mit ausprobieren, halt viel raus. Naja. Ah, das war zu wenig Schwung. Ey, jetzt bist du hier. Ich lag schräg, ich kam auf die andere Seite eh nicht hoch, also deswegen dachte ich mir, so gehe ich zu dir hoch. Anhalten bitte. Stopp. Genau, das ist schon mal gut. Hm. Sag mir was, wir waren hier schon mal. Und jetzt nicht nach unten, wir mussten jetzt da hinten bei den Balken liegen. Du musst bleiben. Hinten an die Kante liegen, ja, ja. Genau. Das ist falsch. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall fällst du durchs Portal wieder auf. Ja, ja, komm. Kommst ja nicht mehr ganz runter. Da passiert also nicht ganz so viel. Struppi. Cocktailbar gibt's nicht und das füge ich auch nicht ein. Bar und Theke. Und Prost. Die könnt ihr machen. Also jetzt sehe ich dich von weiter oben noch. Schon oben beim. Ah ja, ich sehe dich da oben runter gucken. Du stehst da bei mir auf nichts. Ja, aber da ist was. Da ist auf beiden Seiten die Plattform. So, wie geht es denn der Download eigentlich? Top. Bei 39%. Wow, doch schon. Aber er bleibt bei den erhältlichen 10 beim Download. Heißt, er ist jetzt ungefähr in einer Dreiviertelstunde fertig. Ja, das Spiel ist jetzt auch nicht so, dass es massiv viel Leistung zieht. Eben, das ist eigentlich sogar ganz gut gewählt dafür. Ah, jetzt kommst du doch zu meiner Seite hoch, oder was? Ja. Aha. Ja, ich beobachte dich erstmal, bis du hier bist. Bis. Ein Ticken mehr als anderthalb Balken, würde ich empfehlen. Aber nicht viel mehr. Was sportlich ist, aber wir haben uns ja noch nicht entschieden, ob wir das denn auch spielen wollten, weil wir haben es nur gesehen, es war im Angebot und dachten wir so, müsste man eigentlich nehmen für den Preis. Preis ist es ganz gut. Genau, hier, FS24. FC. Zu kurz. Oh, der war nicht gut. Nein, bitte nicht. Kommst du wieder zu mir? Nee, nicht so weit nicht. Aber ich wollte eigentlich dann so einen kleinen Step überspringen, aber das will das Spiel nicht. Und diese Stelle hasse ich jedes Mal. Alter, treff doch mal. Nicht Farming Simulator, Football Club Simulator. Ja, also. Farming Simulator. Also das neue FIFA. Was ja kein FIFA mehr heißt, weil es die Rechte nicht mehr hat. Weiß nicht mehr, ob die Spiele und die Banner und das jetzt alles da drinnen sein dürfen. Dennis, du hast es ja schon auf der Konsole gespielt. Ja, die sind drin. Oh, ich hasse diese Stelle wirklich, ey. Ich weiß noch, ihr habt die beim letzten Mal einfach so easy geschafft. Der Parcours da oben war dann in Ordnung. Also ich glaube, der, wie gesagt. Ja, Kim auch. Kim hat mit Kim schon mal gespielt. Mit Kim hat man schon mal Getting Over It gemacht? Ich glaube, ja. Oh, habe ich gerade ein Lochgeräusch gehört? Was? Ich habe jetzt gerade so ein Geräusch vom Einlochen gehört. Ich hasse es. Ja, ich bin liegen geblieben auf der Seite, Gott sei Dank. Bei der Quarter dann einfach nach oben? Ja. Nicht mit, also nicht massig Speed, aber schon gut. Ach, das war das mit diesem Heben hier.
Genau, dieses Heben-Ding, das hast du. Wenn du von hier oben kannst, du das überspringen, wenn du das gut machst. Aber das hat bei mir halt nicht geklappt. Deswegen muss ich jetzt 8000 Versuche gebraucht. Und du kommst halt gleich so drüber. Ich sag ja, das ist. Das war beim letzten Mal schon so. Hi! Quartern sind so meins, ne? Mann. Ja, das meinen wir, Strubi. Ach, ich wurde zurückgesetzt. Okay, dann nicht. Wir hatten schon mal zusammen, Strubi startet EU15. Okay. Wir haben es halt, also ich habe es noch nie gespielt. Also das letzte Mal haben wir zusammen FIFA gezockt. Das war cool. Ja, ja, das meinen wir. Das war schon ein ganzes Stück her, aber... Hey, ich wollte nur... Fahr hoch, fahr hoch, fahr hoch. Danke. So. Ich bin dem Ziel nahe. Aber das kann der größte Bruchmoment werden. Vor allem, wenn ich nicht viel freie Kamera noch habe, um zu gucken, wie weit so Strubi, wir wussten schon, dass du es schon hast. Haben wir schon gesehen. Da stand da, ein Freund hat das schon. Ja. Ach, du bist wieder bei dem Schrägding? Ja, ja. Das ist die Stelle, das ist glaube ich die mich am meisten nervt in der Map, diese Schrägstelle. Die du hast. Timing. Also ich bin fast genau über dir gerade. Aber noch nicht im Ziel. Nee, ich warte auch extra noch gerade. Probiere noch zu analysieren, wie es war. Das ist... Alter, jetzt bleibt um. Ich bin bei der vorletzten Plattform. Ich brauche, also von da aus, wenn der schlagen muss. Theoretisch brauche ich noch 2 Schläge, wenn ich die jetzt perfekt treffe. Aber ich weiß ja, das kann auch total Bruch werden. Also der jetzt hier vielleicht noch nicht, der schmeißt mich bis zu dem gewissen Punkt hier nur zurück. Wenn ich auf den letzten dann verkacke, dann kann ich auch bis zum Anfang zurückfallen. Das wäre hart. Ich gucke dir noch wegen zu von hier oben. Mach das. Wenn du hier oben bist, dann traue ich mich und mache meine Schläge weiter. Das war dumm. Warte, ich probiere dann doch gleich, dann bin ich vielleicht wieder gleich bei dir. Ich glaube noch einen Ticken vor. Das könnte schon zu weit sein. Und danke dir, Strubi. Ich glaube so. Mal gucken. Oh, ich bin auf der letzten Plattform. Der Schuss ins Glück oder ins Unglück? Das kann sich noch um Stunden handeln, ne? Seh dich gerade gar nicht. Ach, da bist du. Hi. Ich sehe auch das Ziel. Ich kann dir also nicht zugucken, ob du das probierst, schaffst. Du kannst dich aber wegen drehen. Warte mal, wo bist du denn? Ich kann auch nicht höher gucken gerade. Ich sehe nicht mal die Zielplattform. Ja, genau. Das Ziel ist exakt über dir. Jetzt sehe ich das Ziel. Jetzt so, kannst du. Ich bin einen Ticken links von dir. Na dann. Ah, lande ich am Start oder schaffe ich es? Ich schaff's. 103 Schläge. Es war bei.
Also im einen Haar hätte ich war's zu hart geschlagen. Also ich bin schon drüber, kann ich sagen. Ja, ich sehe es. Ich war vorhin die ganze Zeit war ich unter dir und jetzt sehe ich so, wie der zweite Schläge schon drüber. Ich sehe mich sogar. Ich stehe hier oben. Oder liege hier oben an dem Holzfall. Ich weiß nicht, ob ich sogar eine bessere Sicht habe wie du. So, ja, du müsstest jetzt ja fliegen können. Also fliegen könnte ich auch, ja. Aber wenn ich nur dich verfolge, habe ich auch, eine echt gute Sicht. Ich bin noch ein bisschen weiter und bin dann über die Schrägen gegangen. Aber auch da nicht zu viel. Ja, so 500, genau. So in der Art habe ich es auch gemacht. So, wenn du jetzt gut machst, kannst du diese blöde Schräge hier überspringen direkt. Du musst halt auf dem Feld dahinter liegen bleiben. Oder mit Glück vielleicht sogar gleich ganz hoch, aber das glaube ich nicht. Das wird schwierig. Krass, dass du schlagen konntest bei mir. Das ja, der hat gerade angehalten. Er hatte gerade angehalten, deswegen habe ich gleich, das habe ich vorhin schon mehrfach gemacht. Willkommen zurück, Copy. Es wäre halt noch cool, wenn ich sehen würde, wie du schlagen willst, wenn ich den Fall bei dir sehen würde. Könnte ich da wegen Tipps geben. Gott sei Dank ist die Plattform im Weg. Mhm. Du hast dein Essen geteilt, das ist aber nicht cool, Copy. Ich weiß ja nicht, wie du zielst. Also ich ziele oben auf die Ecke, damit er über die Ecke runterfällt, rüber geht. Zieh mal, aber nicht ganz auf die Ecke. Ein Ticken weiter links von da, wo du gerade warst. Ne? Da ein bisschen, also ein bisschen daneben, dass der dann die Biegung mitmacht. Ist jetzt schwer zu erklären. Nee, ich weiß nicht. Ich kann aber nicht im Stream gucken, weil das würde dann nochmal wegen Leistung wieder ziehen. Bleib immer an der Kante hängen. Beine. Hoch. Deswegen darfst du am besten auf die Kante gar nicht kommen. Du musst ein bisschen neben dieser Kante, wie gesagt, vorbei. Also links neben der Kante, wenn du die Ecke nimmst. Sauber eingelocht. Super. Ich glaube, das hast du davon auch bei mir gehört wahrscheinlich. Weil das war auch so, so ähnlich wie dieses Einlochgeräusch. Kann sein. Bist du da immer so fast parallel hoch, ich verstehe. Naja, das ist, glaube ich, die beste Variante hier. Und stopp. Ja, der stoppt rechtzeitig. Ja, wo gesagt, ein Stück näher ist und schon besser und das nicht zu weit abtrifft es dann. Süß. Das sah auch süß aus. Jetzt hast du ja doch die Kamera auch, die Webcam den Stream angemacht. Hey, was? Ja, wegen süß aussehen. Nee. Ey, ich hab noch nicht losgelassen. Maus gerutscht. Der ist einfacher. Guck
gucken, ob das zählt bei mir. Ich wurde von dem Zug. Also, jetzt muss ich da oben rein, ne? Ja, aber ich würde dann lieber schräger gehen, weil du musst. Also, ich würde. Weil das ist halt schwierig. Ich sehe nichts. Das ist halt eine extreme Schräge, die du hast. Der Winkel, der ist nicht ideal dafür. Was war das denn? Was war das denn? Das war. Da habe ich nicht hingezielt. Und vor allem hatte ich viel mehr Schwung dabei. Ich bin mich verarscht. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Aber nee, denn es ist ja nicht. Du hast noch 34 Minuten. Ja, alles gut. Strubi, du startest wohl das Spiel um, willst, hast wohl dann Bock mitzuspielen, oder was? Wir gründen einen Verein. Das haben wir schon mal gemacht, dann haben wir das zweimal gespielt, nur war's das. Ja, deswegen müssen wir nicht. Dann hatte nie jemand Zeit und in den Verein. Nee, warst du damals? Und wenn noch Strubi dabei ist, haben wir sogar einen mehr. Nee, Moment, haben wir damals einen Verein gegründet? Ich dachte schon, wir hatten es, glaube ich, mal gemacht gehabt. Aber wir waren auch nur zu zweit, glaube ich, oder? Nee, weil ich erinnere mich, ich hatte mit Holger, Roland und Razer hatten wir zusammen einen Verein gegründet. Ich dachte eigentlich schon, dass wir auch mal was hatten. Wir hatten mal was miteinander, Dennis. Das sowieso. Psst. Aber ob man es jetzt im Stream sagen muss, weiß ich nicht. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Moment, das klingt auch falsch. Kommt drauf an, wie man das jetzt sieht. So, ich gehe am besten in die Mitte. In die Mitte wäre besser. Und dann damit ich dann zur Seite fliegen kann. In der Theorie... Ach, da durch muss ich, alles klar. Ja, du, aber am besten kannst du auch ruhig liegen bleiben, das wäre nicht so schlimm. Genau. Das ist eigentlich ganz gut. Sie nähern sich dem Ziel. Du übst ja schon, Struppi. Nicht zu viel, weil dann kommst du auf der anderen Seite raus. Du musst quasi dann oben runterfallen. Ja, das ist mir schon klar. Bis zum Scheitelpunkt. Ja, das sind mir die guten BMX-Zeiten, wenn du da in die Quarter rein bist. Ist wie viel Schwung brauchst du, um genau bis dahin zu kommen, wo du hin willst. Ja, genau. So vom Prinzip her. Ist das Zielschuss? Nein, du hast noch zwei Ebenen vorher. Also theoretisch im Idealfall noch drei Schüsse bis... Ich sehe aber nicht, wo ich muss. Ich kann rauszoomen. Ah. Ein bisschen zoomen kannst du ja. Oh, das war knapp. Wow. Wie viel hast du aufgezogen gehabt? Sieht man, dass es brennt, ja, Kobi, man sieht dir das an. Drei. Ich bin über drei. Jetzt brauche ich volle Kanne, wenn ich das sehe. Aber der ist auch schon schwierig, der Schuss. Aber wenn der es schief geht, dann landest du höchstens wieder da unten, wo du gerade ganze Zeit warst. Jawohl. Ein Schuss zum Glück. Da könntest du mit 2-2-2 werden. 2,5-3, ne? Kann aber auch der volle Bruch werden. 2,5-3. Ich sag mal nichts. Oh! Der war knapp. Also einmal hatte es, glaube ich, wie gesagt, dass ich dann wirklich bis zum Anfang zurückgefallen bin dabei. Ja, da bist du aber noch hinter der Palisade halt runter. Nee, nein, ich hatte wirklich zu viel und bin dann so blöd runtergefallen, dass ich bis ganz runter bin. Und das Schade. Ist dann sehr hart. Also ich hatte das richtig ausgewählt, hätte ich doch wirklich 3,5 machen müssen. Es hätte 3,5 wäre, glaube ich, die bessere Wahl gewesen. Ich hatte halt von dem Abstand bei dem anderen mit. Ach, da liegst du. Ja, genau. Von dem Abstand mit dem anderen vorher geplant. Jetzt halt doch mal an. Ah.
Und wenn er nicht gestorben ist, ne Leute. Was? Okay, ich hab nach rechts geschossen, okay. Nein! Oh gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie gesagt, ein bisschen über anderthalb. Sagt jetzt gut. Kommt halt immer drauf an, wo du liegst, ne? Ja, aber so von da, wo du gerade bist, müsste das reichen. Dass du hochkommst und nicht runterfällst. So, und hier haben wir uns 2,5. Ich glaube, von da war nicht. Natürlich kann, du kannst die entweder über die Schräge oder du kannst auch gerade ruhig durchgehen. Musst aber halt das so gut berechnen, dass du wirklich hinten liegen bleibst, nicht runterfällst wieder. Das war zu heftig. Und hat es immer gepasst? Da war es aber, glaube ich, einen Ticken weiter hinten, oder? Kann auch sein. Hey, da ist er wieder. Na, habt ihr mich vermisst hier? Ja, willkommen zurück. Und wenn er nicht gestorben ist, Leute, ne? Also laut Plan, wie gesagt, bin ich kurz nach halb mit dem Download fertig. Müssten mal gucken, wie viele Schläge ich damals gebraucht habe. Was ich mich jetzt verbessere. Hast du die Folge, was du ja wahrscheinlich hochgeladen, ne? Ja. Müsste in der Playlist DRM drin sein. Kann dann in der Zeit mal schauen. Wenn du das möchtest, kannst du das tun. Gucken, ob ich das finde. Wie gesagt, Playlist DRM. Oder direkt Golf gucken, da müsstest du es auch finden. Playlist. Also Playlist Golf for Friends oder ZMF? Ich glaube, du hast eine Playlist mit Lunch Lady gemacht. als einmal Lunch Lady. Ich gehe davon. Ich glaube, wir hatten ja da schon alleine 2 Folgen. Ich glaube, da ein Video steht hier. Okay, dann hatten wir erst ein Video, aber ich habe schon eingerichtet, da, weil ich davon ausgehe, dass es nochmal kommt. Ob ich will oder nicht. Ob ich will oder nicht. Ich habe doch da kein Mitspracherecht. Wenn jemand das von euch auswählt. Ja, also sag mal so, wenn jemand jetzt sagt, der will es gar nicht, dann müssen wir darüber reden. Ne, dass man halt dann eben sagt, okay, dann müssen wir das Spiel mal spielen, wenn die Person da nicht dabei ist. Ist natürlich bei dir dann blöd. Ja, ich bin der Streamer, ne? Eben, so. Oder wenn man Lust hat auf Gothic Phone. Genau, zum Beispiel. Vor allem die DRM-Playlist, die hat Coverbild von DBD. Das ist gut. Ja, weil es damit losging. Das. Das war unser erstes DRM-Spiel. Dann kam Rocket League. Among Us. Golf. Ich glaube, wir haben am Anfang in der ersten Folge nicht als erstes das gemacht. Ja, du hast 5 Folgen hier drin am Anfang gehabt, die ersten 5. Sehr trickreiche Bahn war das. Damals habe ich die ja noch benannt. Heute heißen die ja nur noch Stream von. Das erste Mal von Matze. Warum hast du die Folge so genannt? Wird irgendein Grund sein. I hate you. Warum? Also nicht dich. Achso. Seh dich gar nicht, wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich hab's jetzt endlich mal wieder hergeschafft. Ach genau, dann hat man eine lange Phase mit Human Fall Flat. Mit dem Boot. Among Us, Depp. Auf ins langwierige. Wie heißt es weiter? Langwierige Verderben.
Könnte das sein? Wenn es ein... Ja, da ist die mit dabei auf jeden Fall. Ich sehe es gerade schon. Mal hinskippen. Ja, ich habe wieder ein View mehr in dem Video. Von den zwei, die vorher drauf waren oder so. Leute. Wenn Dennis Download vorher fertig ist, dann ist er vorher fertig. Ich glaube nicht, ist das. Ich denke schon, das schaffst du vorher. Bin ich optimistisch. Also ich sag mal so, noch bin ich total entspannt. Ich weiß nicht, ob du in der Folge die Map schaffst. die ich ja gerade auf habe. Ich bin mir sicher, ich habe die geschafft. Also, ich dachte auch, aber ich glaube nicht in der Folge. Weil das Video geht nur noch 2 Minuten und du bist ja gerade wieder am Anfang. Vielleicht ist die Folge zerteilt. Aber ich hätte doch nicht mitten in der Runde geteilt. Nee, das glaube ich auch nicht. Das machst du nicht. Vielleicht hat auch Matze keinen Bock mehr gehabt. Den Moment. Und wir haben es auch, weil. Kann auch sein, dass wir es danach nochmal gemacht haben. Ohne. Ich dachte. Oder haben wir das mehrfach mal gespielt, die Folge? Die Map? Ja, die hatten wir auf alle Fälle nochmal gespielt. Und da habe ich sie definitiv relativ gut geschafft. Also, du hast ja auf jeden Fall clevere Wege gewählt, teilweise. Das ist ja interessante. Schussvarianten. Nicht so clever wie jetzt, also meinst du? Ich glaube schon, dass du... Du hast die Folge, glaube ich, geteilt. Ja, du machst in der nächsten Folge damit weiter. Das waren die halbstündigen Folgen, ne? Genau, das waren die halbstündigen. Die waren halbstündig, ja. Die hattest du geteilt. Ich skipp mal ein bisschen vor. Nein. Hi, Dennis. Ja. Hi, was? Ach da, hi. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade das Ziel gesehen, ne? Echt? So weit warst du schon? Ey, das ist ja eine Abkürzung. Hätte das mal geklappt? Das ist auch schön gewesen. Ja, ich glaube, das. Also, ich weiß nicht, ob das dann zählt. Und ob das Spiel dir dann sagt, okay. Doch, weil ich darf ihn noch nicht auf dem schwarzen Stein nach hinten. Der ist aber eben auf die Kante gefallen vom Rasen. Dann hätte es funktionieren müssen. Erstmal müssen wir wieder nach oben kommen. Vor allem, ich skippe hier einige Minuten vor und du bist wieder an derselben Stelle jedes Mal. Das ist. Ach, cool. Jetzt halt doch mal an. Ah. Muss mir dann aber wahrscheinlich erst noch mal kurz was ein Becher und was zu trinken noch holen, wenn wir dann wechseln nachher. Ich glaube, dies geht sogar in die dritte Folge rein, die Map. Wir hatten die Folge anders begonnen, also mit einer anderen Map. Ja, deswegen... Ja, das wird safe in die dritte Folge noch gehen. Siehst du denn, ob du schon fertig bist? In der zweiten noch nicht, da bin ich. Hab ich mich gerade auch schon gesehen. Also da war ich noch nicht fertig. Aber da würde mich auch interessieren, wie viel ich gebraucht habe. Wo bist du gerade? Ich sehe dich gerade. Da bist du. Ah, so eine Ecke. So. Wie viele Schläge hast du? Okay. Ich seid gerade sehr ähnlich, die Schläge du und du. Ich und meine Frau, Vergangenheit ich. Ja. Vergangenheitsrolle. Aber dein Vergangenheits-Ich ist schon über 50 Minuten ist dein Vergangenheits-Ich drin und du selber bist ähnlich, glaube ich auch, ne? Nur schon 50 Minuten? Warte, ich habe aufgeschrieben. Ich habe die Startzeit nicht aufgeschrieben, ich trottel. Geil. Wobei ich glaube, du bist sogar schon länger dabei. Weil ich hatte am Anfang auf 1:10 beim Download und habe jetzt noch 22 Minuten. Ah ne, ist auch wieder ähnlich. Stimmt. Also ihr seid sehr nah aneinander, zeitlich.
Krass. Liegt vielleicht daran, dass es eine und dieselbe Person ist, oder? Könnte. Man könnte aber auch denken, ich lerne aus meinem Profil noch nicht. Das ist aber auch schon wieder 2 Jahre her. Erst 2 Jahre? Ja, damals hatten wir freie Kamera komplett an, auf jeden Fall sehe ich. Da hast du die Map eingestellt. Das kann natürlich sein, ja. Ja, die hast du eingestellt. Ich hatte jetzt nicht dran gedacht. Aber ich habe Matze schon lange nicht mehr gesehen bei dir. Weil ich weit oben bin oder weil er es... Moment. Warum? Ich muss kurz was schauen. Vielleicht gerage quittet. Also ich weiß, ich habe die Map ja zigmal gespielt. Mit Enno auch damals schon. Und ich kann sogar sagen, in dieser Folge, ich weiß noch nicht warum... du warst sogar als allererstes im Ziel. Okay. Du warst vor mir im Ziel. So. Vor allem, du bist fertig, wechselst zu Matze. Und wo ist er am Anfang? Oh, das ist, ja. Er hat 40 Schläge weniger zu dem Zeitpunkt als du. Und steht am Anfang. Aus der Karte gefallen. Sag mal so, du bist noch auf dem Weg, also noch bist du besser als du. Und ich werde nochmal aus der Karte gequetscht. Okay, du hattest so viele. Mal gucken, ob du es schaffst. Du sagst, wie sie es schafft. Boah, das war auch sau knapp. Du wärst fast rausgefallen aus dem Ding. Krass. Nee, ich sage jetzt extra nicht, wie viel du hattest, aber du bist noch drunter. Es ist auch noch realistisch, dass du das schaffst. Also wir hatten irgendwas mit 400. Nicht Nein, richtig. Du warst unter 400. Und unter 400? Mhm. Ich glaube, die Schräge würde es hier entscheiden. Ich ja, war ja vorne. Brauchst du dann nicht so viele Schläge, denke ich. Die Schräge ist das Entscheidende, glaube ich. Ich war ja vorhin auch schon mal oben gewesen, als ich gerade runtergeflogen bin. Da habe ich mich auch bei der Rampe zuvor verschätzt. Mann. Ich sage, das Ding, das ist frustrierend, finde ich. Genau diese Stelle. Ich habe es dann über Schräge probiert. Also ich bin dann wie links an dem Backstein quasi und vom Timing her halt so hoch, dass ich dann runtergefallen bin dort. Oder so. Das ist aber auch besser, glaube ich, so rumzumachen jetzt. Das wäre ja geil, wenn du dieselbe Zahl schaffen würdest. Kräuter ist nicht verbesserungsfähig. Ich habe schon mein Bestes aus mir herausgeholt. Ja, aber was ist denn das für ein Zufall, dass du nach 2 Jahren die Map spielst und die exakt gleiche Punktzahl kriegst? Das wäre ein großer Zufall. Ja, das wäre schon krass. Und ich würde schon sagen, dass du dazu lernst. Hast du vor ein paar Spielzügen noch anders gemacht, die Dinger. Die Stelle. Ja gut, wenn du weißt, wie viel schnell du schlagen musst, dann geht das schon. Also sag mal so, du noch bist du besser. Kannst dich noch besiegen. Alter! Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber ey, du bist hier oben liegen geblieben, sei froh. Ist das nichts wird, Wadler? Dem Winkel ist es, glaube ich, echt. Ich glaube gar nicht machbar, dass du nicht runterfällst. Und aus dem Winkel glaube ich auch nicht, dass du überhaupt hoch. Wobei, könnte mit ganz viel Glück. Oh. Glück ist so eine Sache. Und so weiter. Das Loch ist aber
böse an der Stelle. Naja, das ist ja auch absichtlich dort. Wenn ich schnell genug hinten gegen die Wand hämmer, müsste er doch mich wieder zurückwerfen. Ich probiere mal was. Kann es auch ganz schief gehen. Bleib mal an der Ecke liegen, bitte. Ja, ging schief. Falscher Winkel. Ja, also ich bin mir sicher, dass du es damit nicht mehr schaffst. Dann ist es so. Na klar, direkt wieder zum Loch. Er drückt sich durch den Boden. Ja, ist ja schon ein paar Mal passiert. Ja, cool. Das ist auch smart, wenn das so geht, ey. Ja, wenn er da gerade liegen bleibt, geht das. Stopp. Ist machbar. Ja! Das war wirklich genau der ideale Winkel dafür auch. Wie gesagt, ich kenn's ja vom BMX-Fahren, haben wir ja oft genug gemacht. Quarter von zu Quarter. Du hast übrigens damals, wo du jetzt gerade liegen geblieben bist, rechts hast du auch von der rechten Seite geschlagen und bist dort oben reingekommen. Okay. Mal gucken, wie viel habe ich denn eigentlich Bordschläge damals in der Folge. Müsst du doch in der Endwertung sehen. Ja, die wird dann gekommen sein, weil wenn wir dann aufgehört haben, weil er nicht fertig gemacht hat. Stopp! Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Darfst du hier liegen bleiben? Nein, der gesetzt mich zurück. Okay. So, ich hatte vorhin drei, weil ich dachte... Ich finde, der hier ist eigentlich, glaube ich, sogar der schwierigste von den drei Schüssen hier. Der letzte ist, glaube ich, einfacher als der, aber der ist... Ne, den hatte ich vorhin verkackt. Dann bin ich vorhin runter. Ja, genau. Das ist mir auch schon früher öfter passiert. So, dreieinhalb, ne? Drei. Drei war warst du auch an der Stelle oder warst du weiter hinten? Das musst du mit bedenken. Juhu! 356 Schläge. Dennis, was hatte ich vorher? Oh, 131, Mensch. 348, was wir letztes. Ja, achte bloß. Unterschied.